Hallo und herzlich willkommen im YouTube zu meinem ersten Collection Binder Video, das ich euch auch schon lange versprochen habe. Und ich mache den Anfang natürlich mit den Sets. Das heißt, das erste, was ich von meiner Sammlung präsentieren werde, ist mein Legend of Blue Eyes White Dragon Set. Gut. Ja, wie ihr seht hier, die koreanische Version ist, wisst ihr ja schon. Und ja, ich habe fast das komplette Set, zwei Karten fehlen mir noch, aber ihr werdet ja dann auch sehen, welche Karten mir fehlen. Also, hier haben wir den dreigehörnigen Drachen, den blauäugigen Weißen, dann hier Tsuzumi-Gigant, den Flammenschwertkämpfer, den Totenkopfdiener, den schwarzen Magier, Gaia, zorniger Ritter, den Elfenschwertkämpfer bzw. keltischer Wächter. Hier haben wir dann das Basisinsekt, Mammutfriedhof, Silberklaue, Dark Great, weiß ich nur den englischen Namen. Dann, da weiß ich den Namen leider auch nicht. Dann Nemuruka, das 13. Grab, der Karubin, Feuerritter, der Flammenmanipulator, dann das Monsterei, Feuergras. Dann den Feuerdrachen, den dunklen Abgrund, dann den Unterweltlerspiegel, Verschmelzer, dann den Schildkrötentiger, den kleinen Drachen, den kleinen Engel, dann die Hinotama-Seele, den Aquamator, dann den Kagemusha, Herr der Flammen, dann den geschmolzenen Zombiegeist, dann den Doppelmolligen, dann den geschmolzenen, dann Hohlflut Gujin, dann den, ich denke, Tiefseekrieger, dann Herr des Waldes, Strahl und Temperatur, König des Nebels, dann das mystische Schaf, Masaki, legendärer Schwertkämpfer, dann Kurama, dann das Schwert der Legende, dann das Gebiss, der lila Kristall, das Buch der geheimen Künste. Dann haben wir Macht von Kaishin, Drachenfanggefäß, Wald, Ödland, Berg, Sogen, Umi, Yami und das schwarze Loch. Dann haben wir hier Raigeki, die rote Medizin, dann Funken, Hinotama, Spalt, die Fallgrube, dann die Polymerisation. Dann Falle entfernen, zwei Klauenangriff. Hier haben wir dann die mystische Elfe, dann Typhoone, dann den Biberkrieger, dann den Leichenfledderer, wenn die Kamera mal fokussiert, dann der Drachenfluch, dann der Carbonara-Ritter, der Riesensteinsoldat, Urabi. Dann, wie gesagt, das ist eine der zwei Karten, die mir fehlt, und zwar der rotäugige schwarze Drache. Dann das Sensenmann der Karten, dann das gewitzte Phantom, dann Lavas, dann die harte Rüstung, dann der Menschenfresser, dann der M-Krieger 1, M-Krieger 2, Hafengeist und Armel. Hier haben wir noch Terra der Schreckliche, dann der gefräßige Bär oder Panda, dann Kumotoko, dann haben wir hier Medabot, dann hier die bezaubernde Nixe, wenn mal die Kamera wieder fokussieren würde, jetzt dann der Feuer-Yariu, dann die Drachenkriegerin, der einäugige Schilddrache, dann die dunkle Energie, dann die Insekten-Laserpanzerkanone, dann abscheuliche Keime, Pfeil und Bogen, Drachenschatz, die Elektropeitsche, dann der Vollmond. Dann Verteidigungsaufheben, Verteidigungsstopp sozusagen. Dann die Maschinenumwandlungsfabrik. Körpertemperatur erhöhen. Folge dem Wind, Goblins geheime Medizin. Dann irgendwas mit auffüllender Flamme. Dann natürlich die verräterischen Schwerter. Dann der Metalldrache. Dann der Cedraking. Dann die Stolperbestie, dann der rote Totenkopfvogel, der bewaffnete Ninja,
der Blütenwolf, der Menschenfresserkäfer natürlich, dann die Sandstein, Hane Hane, dann der Tiefseehai, Stahlugergrotter, der geringere Drache, dann die Finsterdornen, dann die kleine Echse, glaube ich. Und dann haben wir hier den Seestern, dann Succubusritter, natürlich Wiedergeburt, Topf der Gier, dann das rechte Bein der Verbotenen, das linke Bein der Verbotenen, dann fehlt mir leider der rechte Arm. Hier haben wir dann den linken Arm der Verbotenen, Exodia die Verbotene und natürlich Drachenmeister Guy. Und hier geht es dann auch schon mit Metal Riders weiter, aber wie gesagt, da das ja jetzt hier nur ein Video zu meiner gesamten Legend of Blue Eyes White Dragon Collection ist, habe ich euch jetzt mal die in diesem Video präsentiert. Und ja, wie gesagt, mir fehlen noch zwei Karten. Ich werde es ja auch euch unten nochmal hinschreiben in der Beschreibung. Und ja, dann sind wir dann schon dieses Videos angelangt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und immer für sonstige Fragen oder Anregungen könnt ihr mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Und besucht auch gerne meine Facebook-Seite, damit ihr auch da rund um meinen Kanal und meine Yu-Gi-Oh!-Projekte immer auf dem neuesten Stand seid. Bis bald, euer Card Collector 116.